Aus Mechatronik her, man kann in Kraftwerke Windenergieanlagen arbeiten. So, es hat so viele Chancen zu arbeiten. Mein Name ist Ismail Mohammed, ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Ägypten, aus Kairo genau. Seit August 2017 macht Ismail Mohammed eine Ausbildung als Mechatroniker bei Siemens in Berlin-Spandau. Die Mechatroniker-Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Und ich bin beim Anfang drittes Lehrjahr. An diesem Morgen beginnt sein Tag im Schulungsraum für Elektrotechnik. Dafür braucht er einen Arbeitslaptop. Industrielle Steuerung und Programmierung einer Abfüllanlage stehen auf dem Programm. Also Mechatroniker ist ja Spezialist, der übergreifend in der Lage ist, die mechanischen und elektronischen Komponenten zu montieren und auch die Softwareprogramme anzupassen. Dazu gehört auch, immer wieder testen, ob etwas funktioniert. Deswegen haben wir diese Positionierband nur als Probe. Wir versuchen jetzt mal die Taster, ob alles funktioniert oder nicht. Läuft gut oder gibt es wie Störungen? Jetzt mache ich an einfach. Ja. Die Art des Lernens ist nicht einfach, dass der Ausbilder oder der Lehrer kommt und erklärt alles. Er gibt uns wie Hinweise. Und dann sollten wir selbst recherchieren und danach etwas präsentieren. Und am Ende der Woche erklärt alles deutlich, was wir richtig gesagt oder gemacht haben. Und hier kann man immer einstellen, oder? An den Ja. Ergebnisse und Fragen werden in der Gruppe diskutiert. Wie Ismail sind viele hier über ein internationales technisches Ausbildungsprogramm von Siemens nach Berlin gekommen. Gibt es italienische Leute und Spanier und auch arabische Leute. Das macht richtig Spaß und auch Herausforderung bei der Projekte, wenn wir solche unterschiedliche Ideen und unterschiedliche Konzepte und Kulturen auch haben. Das macht richtig Spaß. Ja, stimmt. Ja, gut zu merken. Also ich habe Bachelor-Abschluss als Maschinenbauingenieur absolviert in Kairo Universität. Und dann habe ich ein Jahr in Kairo gearbeitet und dann direkt nach Deutschland gekommen. Also ich hatte die Vorstellung, dass nur Theorie, mit Theorie man kommt nicht so weit. Und ich fand die Chance hier bei Siemens als Mechatroniker und die praktische Erfahrung mit Werkzeugen und an die Maschine zu arbeiten, sehr gut. Präzises Bohren, Fräsen, Löten, auch das lernt er in seiner Ausbildung. Also in Ägypten war ganz schwierig, ganze moderne Einrichtungen zu haben und ganz alleine anzuarbeiten. Was in Deutschland anders ist als Ägypten, ist die Pünktlichkeit, die Genauigkeit. Ja, deswegen an den ersten Tagen habe ich bemerkt, wenn man eine Minute spät, das ist ein großes Problem, geht nicht einfach. Reicht. Sonst sind wir raus und dann kriegen wir sie nicht mehr rein. Ich glaube, die Sprache war die erste große Herausforderung, weil in der Schule habe ich bis A2 gelernt und danach während der Uni gar nicht mit der Sprache gemacht. Aber zum Glück, die ersten 6 Wochen bei Siemens haben wir Intensivkurs gemacht. Sehr gut, jetzt nach oben. Sehr gut, reicht schon. Okay. Wenn wir Schule oder Werkstatt haben, machen immer Deutschunterricht. Und auch ich versuche mal mit Kollegen auf Deutsch zu sprechen, um die Sprache zu verbessern. 2021 wird Ismail mit seiner Ausbildung fertig sein. Als Mechatroniker, man kann in Kraftwerke, Gasturbine, Windenergieanlagen arbeiten. So, es hat so viele Chancen zu arbeiten, glaube ich. Mit seiner Qualifikation hat er sehr gute berufliche Perspektiven, auch bei Siemens in Ägypten. Ja, also ich freue mich sehr, nach Ägypten wieder zu gehen, weil ich vermisse sehr meine Familie, meine Freunde. Also hier, mir geht es auch sehr gut, aber die Familie und die Freunde in Ägypten sind Hauptsache.